Willkommen zurück zu Herdenken Online, die wahrscheinlich letzten Party in der Ruin, denn wir gehen jetzt die letzte Quest machen. Das normale Quest. Aber ist es nicht die letzte, denn wir kriegen ja noch ein weiteres Zahnrad, was wir holen müssen. Klar. Also vielleicht ist es eigentlich an sich die vorletzte normale Nebenquest und dann haben wir nämlich eine Hauptquest, nämlich einen Prolog, die wir dann auch machen werden. Und danach sind wir in Auenland angekommen und sind in Eredurin fertig mit allem. Nur ein paar Taten müssen wir dann noch irgendwann mal nachholen. Klar, das werden die auch irgendwann tun, wir werden die Taten auch irgendwann nachholen. Aber unser Hauptaugenmerk wird es danach eben sein, im Auenland die Quests zu machen. Ja, die sind leider grün, wir müssen halt an denen jetzt auch noch vorbeirennen. Gott, es sind einige, die wir vorbeirennen müssen. Das wird lustig gleich. Aber irgendwo hier soll die... Genau, da ist die... Puh. So, kommt mal alle her, Jungs. Ich habe keine Flächenschadenangriffe, aber ich mache das ganze Damage, um mich fertig zu machen. Und sonst eine OPs in Klassen, die man dann niemals hatte. Wenn die jetzt alle Level 18, könnten es jetzt Problem geben, wenn ich die alle gezogen hätte, aber da das nicht der Fall ist, dass die alle Level 18 sind, können wir uns hier gut schnurschnitzen. In so einem Healing Spell. So. Wir könnten jetzt eine Mithril-Münze ausgeben, um es gleich zu teleportieren. Dann würden wir den Weg sparen, aber ich habe 70 Mithril-Münzen. Wenn es geht, möchte ich die nämlich eigentlich für wichtigere Sachen ausgeben als für Quest-Teleports. Da wäre es mir das Geld für die Mithril-Münzen dann zu schade. Ganz einfach. Deswegen reite ich jetzt zu Drasis Hütte und wir werden nochmal ganz schnell doch nochmal nach Thorns Tor rein. Weil diese Zahnradquest jetzt halt durch ganz Eredurin hetzt und. Ja. Bevor die zwei gehen noch mit, dann reiten wir zu Thorins Hütte. Von Thorins Hütte reiten wir nochmal zurück nach Thorins Tor. Und von Thorins Tor reiten wir dann nochmal wieder jetzt hier zurück, nachdem wir die Quest abgeben und das fünfte Zahnrad angenommen haben. Wo ich nicht weiß, wo mehr auswendig, wo das war. Aber jetzt schnappen wir uns auf jeden Fall auch noch. Danach reiten wir nochmal zurück nach Thorins Tor und danach machen wir den Prolog. Und dann haben wir Eredurin durch. Ja, die Zahnradquest sind eigentlich gedacht, dass du die halt immer annimmst, dann da weitermachst, wo du normales Quest. Also, wir sollten quasi die Zahnradquest erst machen, wenn wir in Kredübel questen, aber das hat halt jetzt nicht gepasst. Seid gegrüßt! Also, nach Gondamorn, von Gondamorn danach. Tor ins Tor. Ja, für mich sehr angenehm, ich kann mich zurücklehnen. Und kann mal, bis wir hingeritten sind. Wahrscheinlich nicht so spannend, ich weiß. Ich weiß halt nur Weg. Aber ich kannte solche Travel-Routen einfach nicht, weil es gehört zum Spiel. Wenn ihr das Spiel selber spielt, müsstet ihr auch mit Stallmeister oder selber hinreiten. Und deswegen, ich war noch nie großer Fan von Cuts, die unnecessary sind, außer sie sind wirklich unnötig. Es gibt irgendeinen Code, warum ich das cutten wollen würde. Aber ich bin ja bei den zwei Projekten auch schon abzumachen getan und ja. Wir schreiten den langen Weg nach Gondamorn rein, den Hintereingang nimmt das Feld anscheinend nicht. Diese Art von Pferden, die so ein bisschen mehr, Textur haben, sage ich mal so, die gibt es dann in Vorl hauptsächlich, glaube ich. So, hier geht's dann gleich weiter. Ich stehe euch zu Diensten. Tor ins Tor. Und der Sherwin rennt uns die ganze Zeit in der Hälfte. Das finde ich mir sehr toll.
Wir können uns aber bisschen das Outland unterhalten, das sind wir ja bald. Aber Outland ist ja so, dass man ja als Hobbit-Charakter hier in Lützelwinge startet, diese kleine Ecke hier, ne? Da kann man den Hobbit-Prolog nämlich auch annehmen. Da geht's am Mischelbinge, da kriegt man ein Mischelbinge ein bisschen. Hier unten ist ja das die Racetrack, wenn ihr mal ein Special geschaut habt, mein Fest-Special, werdet ihr es kennen. Hier unten ist dann das Wohngebiet, ne? Also es gibt ja auch im Outland alles. Hier Binsenmoralo levelt man, glaube ich, Level 10 normalerweise. Hier Wegschalt auch. Danach geht's da weiter nach Hobbing, Buckelstadt-Quests machen. Dann hier nach Forschmaustätten-Quests, Oberbügel-Quests, in Dachsbau gibt's dann noch Quests. Balkfurt und ich glaube, das letzte, wo man Quests sind Stock und Scheren. Und danach geht's dann auch rüber ins Burgenland. Aber dann ist natürlich ein kleineres Gebiet als der Gluine, wenn ihr es von der Masse her seht. Aber es gibt da so viele Quests auf kleinerem Raum, dass man da trotzdem genauso viel zu tun hat. Also es gibt da genauso viele Quests CK wie in der Gluine. Würde ich jetzt mal mindestens behaupten. Also ihr seht, wir haben im Auenland noch einiges zu tun. Vor allem da gibt es halt diese Quests, wo man Post von einem Ort zum anderen tragen muss. Dann hat man eh ein bisschen mehr Laufwege. In Brian gibt es dann den tollen alten Wald und den tollen Hügelkörperhöhlen, die an sich sehr schimmige Gebiete sind. Und die ganz gut zeigen, was Hüto denn so drauf hat. Pre ist dann so ein Gebiet, wo es eigentlich hauptsächlich Quests von Level 20 bis 25 so in den Drehungen gibt, bevor man dann nämlich in die anderen Lande oder in die Nordhöhe geht und da weiterlevelt. Hat aber auch so ein paar Quests, die Level 30 sind oder so zwischendurch mal. Und hier die Ecke Arschert, Schlucht, Stadtgebiet der Menschen, Stadtzone, deswegen ist es da halt so, dass man da noch Level 10er und 8er Quests und so hat. Die werden wir auch machen, sind dann grau as hell, aber die werden wir machen einfach zur Vollständigkeit halber, weil Gebiet wollen wir ja komplett abschließen. Ja, auf den nördlichen Briefeldern gibt es da noch einiges so verteilte an Quests, genau den östlichen, aber das ist wirklich große Gebiete, wo es nur so verteilte Quests gibt. Hauptsächlich ist hier unten das Level. Und Antrat levelt man auch noch und irgendwas wo gibt es ein paar Quests. Und dann führt einen die Hauptsorge in die einsamen Lande, das ist dann das Gebiet hier, das ist meiner Meinung nach eines der nervtötendsten. Bis Level 30 zumindest ist es das Gebiet, wo ich am ungernsten levele, weil ich es ein bisschen eintönig finde. Aber gut, das sind die einsamen Lande. Das passt halt sehr gut zum zur Geschichte von Erdinger Online. Also zur Geschichte von Erdinger. Dass es da halt einsam ist. Dann finde ich Nordhöhen schon hübscher. Deswegen würde ich persönlich, wenn ich nur am Leveln aus wäre, würde ich immer die Nordhöhen in einsamen Landen vorziehen. Da aber auch die Hauptstory in einsamen Landen spielt und dann später in die Nordhöhen abdriftet. Hauptquest. Es ist da eh so ein bisschen anders. Hier gibt es Vornost. Also ein sehr großes Gebiet, wo es ganz düster ist. Dann Waffen ist ein düsteres Gebiet und dann halt hier oben gibt es dann quasi Level, ja, fast Level 30 der Quests um den Dreh und genau. Dann soll man danach eigentlich nach Evendim oder in die Trollhöhlen. Die Hauptquest führt einen in die Trollhöhlen, später nach Evendim. Aber man sieht eigentlich, wenn man die Hauptquest macht, jedes Gebiet. Man kann aber, wenn man vom Leveln aus guckt, da bin ich 60 Minuten fernab dann runtergefahren. Wenn man einmal vom Leveln her guckt, kann man auch ein paar Gebiete, kann man auch ein oder zwei Gebiete überspringen und ein anderes Gebiet stattdessen machen. Aber von der Story her seht ihr eh jedes Gebiet, deswegen bevor dann Moria ankommt. Also, ja. Deswegen werden wir auch die Story immer so schon stark beachten, dann immer, wenn die Story uns dahin führt, dann auch Quests machen. Aber wenn die Story, ich werde versuchen, die Story nicht aus den Augen zu verlieren, sondern auch schön nebenbei immer zu machen, wenn das Gebiet kommt, da auch mit der Story weiterzumachen. Dann. Und nicht nur die Nebenaufgaben. Ich stehe euch und eurer Familie zu Diensten. Gut gemacht, ich werde sofort einbauen. Rein mit dir. Pass rein, verdammt. Autsch, mein Daumen. Ich werde schon gleich hinkriegen. Da fehlt noch ein einziges Zahnrad. Kommt und bleibt einen Augenblick. Das fünfte ist auch schon viel Level unter uns. Dieser blute Zahnrad will einfach nicht passen. Ich nehme an, das fünfte gehört hier und das vierte oben drauf. Verdammt. So, das gibt es gar nicht mehr. Und doch muss ich es irgendwie zum Laufen bringen. Aber was soll's. Ich halte euch mit meinen Jammerungen nur von der Arbeit ab. Das fehlende fünfte Zahnrad wurde mir in eine Truhe gelegt, die in den Wäldern östlichen Haut Lin, nördlich von Kenedül, versteckt würde. Eigentlich hat sich da in der Zwischenzeit ein bösartiges Spinnenbrot eingenistet. Es wird schwierig sein, die Truhe zu finden, ohne den fürchten Kreaturen in die Quere zu kommen. Wir müssen zu den Spinnen. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Wir haben noch keinen Nachnamen, ne? Ist ja was, wir holen uns mal kurz einen Nachnamen beim Notar. Können wir uns nämlich auch türkische Kinder und so weiter geben. Auch Nachnamen. Wenn sie 15 erreicht haben, beachte dieselben Regeln, die für die Auswahl als Hauptnamens gelten. Vulgäre Ausdrücke oder Unsinn sind bei der Wahl eines Nachnamens nicht erlaubt. Wir nehmen. So heißen auch andere Elben von mir und ich finde es ganz gut.
So, das heißt, wenn da draußen nicht glanz. Die gucken sie hier. Ja, wir können uns nämlich auch einfach nach das Lichtglanz nennen. Das ist so noch ein Team, der dann aber kommt. Ist aber wirklich nur so eine Flair-Sache. Das ist jetzt kein Muss, sich da einen Nachnamen zu geben. Gut, Leute, wir werden mehr zu tun haben mit dem Herreiten und mit dem Zahnrad als mit irgendwas anderem gerade in dem Part. Nein! Ah, ich hab mich erdrückt. Oh nein, jetzt sind wir in den Festbaum gelandet. Ich wollte hier gar nicht hin. Ich komme doch von hier nicht mehr weg. Ich wollte doch auf den Stallmeister klicken, nicht auf das Pferd. Oh nein. Jetzt sind wir im Auenland gelandet, Leute. That's not so good, I think. Bevor wir jetzt wieder lecken, wie ja, jetzt sind wir logischerweise bei den Festquests gelandet. Ich möchte hier nicht hin. Kann ich hier irgendwie wieder weg? Ja, es leckt so jetzt hell, weil sonst will ich hier gerade das Fest machen. Hupenrennen könnten wir machen. Vielleicht können wir beim Hupenrennen rausgehen, so müssten wir eigentlich dann wieder beim Stallmeister von Tonshalle sein. Aber das ist nur. Ja! Boah, ich hab das Spiel ausgesetzt. Was wollt ihr? Okay. Wir wollen zurück nach Gondamon, wollen wir. Ja. Weil ich vor zwei Parts über die Gebiete geredet habe. Wem es aufgefallen ist, ich habe ein Gebiet weggelassen, nämlich Etnöden. Ja, mit denen habe ich nicht gesprochen. Liegt da, dass Etnöden ein PvP-Gebiet sind. Wir werden da im Special mal auf Seiten von den Orks auch mal reingehen, aber ich werde euch das, glaube ich, als Spieler nicht unbedingt zeigen, weil eigentlich questet man hier nicht, sondern macht halt PvP. Und das ist halt nicht das, was ich unbedingt will. Ich möchte aber alles bei Hydro zeigen. Das heißt, ich werde auch das PvP euch mal zeigen, aber ich werde es halt nicht groß jetzt beachten. Ich werde lieber am PvE, also an Questen und so weiter, mehr mein Augenmerk drauf legen. Ach, 5. Zahnrad ist hier oben. Wisst ihr was, wenn wir hier oben sind, in Tal of Onron, können wir nämlich von hier aus mal hier hoch reiten, denn da ist der Elbenturm, den wir für diese Tat hier bauen. Der Wehrturm ist nämlich da oben rechts auf der Map. So. Ich werde an der Stelle aus dem Grund absetzen, dass es keinen Sinn macht, da konnte man durchs Reiten, sondern wir reiten gleich selber in die Richtung der Quest.
Ja, es ist so hübsch, wenn das Gras hier aufploppt, aber das macht die Performance ein bisschen besser, wenn ich das runterstelle. Wenn ich dich aufnehme, fällt mir das übrigens gar nicht so auf mit der Performance. Da kann ich es auch höher stellen. Aber irgendwie, wenn ich aufnehme, obwohl Shadowplay eigentlich gar nicht groß auf, gar nicht groß das System belastet, vielleicht gleich das andere Aufnahmeprogramm, fällt mir nur auf, dass wenn ich es aufnehme, meistens die Performance schlechter ist, als wenn ich nicht aufnehme. Deswegen mache ich es, wenn ich aufnehme, halt die Grafik auf nur hoch und habe dann deswegen dieses aufploppende Gras. Da verleckt sich ganz so stark nach. Außer in Gebieten, die halt viel bevölkert sind, wie zum Beispiel Pre. Da kann ich dann noch nichts gegen machen. Das kann ich, dass hier ein Typ drin steht. Gar nicht, was der hier ist. Haben wir dem schon geredet? Ich weiß es gar nicht. So, Teil auf Anfang. Hier muss sie irgendwo sein. Da ist er. Ein paar Spinnen im Weg, aber die dürfen jetzt nicht aufhalten. Zahnrad. Jetzt können wir noch mal ganz kurz im Bett holen. Die Tat noch abschließen. Dann haben wir wenigstens noch einen Nutzen gehabt, hier zu sein. Bis auf die Quest, die uns eh keine LP bringt. Die wir nur aus Kunden, aus Vollständigkeitsgründen machen. Genau, abschlossen. Das ist der Wehrturm. Dieser Turm mit Blick auf den Luden bewachte früher die Docks, an denen Schiffen von Anker gingen, die Hölzen und Weiden von Ethelion nach Mythlon brachten. Jetzt ist er der Wildnis überlassen. Da kriegen 5 Punkte und 500 Ruf. Sind damit auch schon bei 6.500 von 10.000 für Freund. So, wisst ihr was? Ich bin jetzt mal so nett und gebe für euch eine Mithril-Münze aus. Hab ja eh 70 davon und ich kriege ja eh 500 im Monat. Und außerdem spare ich jetzt aber mal das hierher gereiht. Ich stehe euch zu Diensten. Alles klar, das war jetzt zu viel Detail. Sollte alles gut ineinander greifen, hoffe ich. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könnt. Endlich, es geht, glaube ich. Ich werde hier bleiben müssen, um mich um diese Maschinen zu kümmern. Geht in die Öffnung, das Gewölbe ist ziemlich weit entfernt auf der einen Seite von Tor und Zalle. Hier in nördlicher Richtung und die Stufen hinauf. Die Ketten und Seile gehen alle durch die Wände. Ein wahres Kunstwerk. Acht darauf, dass ihr die Hebel in der richtigen Reihenfolge betätigt. Sonst müsst ihr hier zurückkehren, damit ich die Zahnräder wieder zurückstellen kann. Vielleicht helfen euch die Hinweise, die ihr in den Kisten gefunden habt, die richtige Reihenfolge zu bestimmen. Ich habe Hinweise in den Kisten gefunden. Schaut immer nur, ihr habt das Zahnrad gefunden. Da steht nichts von Hinweisen. Ist sogar alles durch. Ach, guck mal da. Ihr habt auf die Zahnräder diese Hinweise gefunden. Die Axt beißt tief vor dem ersten Sonnenstrahl. Die Sonne geht auf, nachdem der Mond zur Ruhe gegangen ist. Schmeide erlangt man erst nach harter Arbeit. Ein Juwel mag im Sonnenlicht zu finden sein. So, das ist cool. Okay, also. Wir haben Mond, wir haben Juwel, wir haben Axt, wir haben Sonne. Also. Die Axt beißt tief vor dem ersten Sonnenstrahl. Das heißt, die Axt kommt vor der Sonne. Die Sonne geht auf, nachdem der Mond zur Ruhe gegangen ist. Das heißt, der Mond kommt vor der Sonne. Ein Juwel mag im Sonnenlicht zu finden sein. Schmeide erlangt man erst nach harter Arbeit. Vor allem anderen ist das die Bildung des Mondes zu sehen. Das heißt, der Mond müsste der erste Hebel sein. Klick. So. Also geht erst die Axt danach, weil die Axt beißt vor dem tiefen Sonnenstrahl. Dann müsste die Sonne kommen. Und dann das Juwel, weil das man erst nach hart getaner Arbeit findet.
Quelle wurde geöffnet. Suche. Neben dem Gewölbe einen großen schwarzen Stein. Bring den als Gewölbe ist der Rätsel zu Barbara Rufstein. Krone der Berge. Ich habe die, mir fällt jetzt erstmal auf, dass ich diese Questreihe noch nie abgeschlossen habe. Wirklich noch nie. Das erste Mal, dass ich dieses Gewölbe öffne. Ich habe irgendwie schon so oft gequestet. Seid gegrüßt! Das hier befand sich im Gewölbe. Das war wahrscheinlich unglaublich ein schwarzer Stein. Erstaunlich, fantastisch, unglaublich. Hört, keiner wusste, was genau in diesem Gewölbe eingeschlossen war. Dies ist einer der bedeutendsten aller Zwergenschätze. Oh, ich weiß, sieht nach nichts aus, aber die Legende besagt, dass du ihn selbst diesen Stein in guter Bart gehauen hat. Der Berg, in dem er zum ersten Mal erwachte, ist der erste Erzbrocken, der hier vom Vater unseres Geschlechtes abgebaut wurde. Das ist der älteste Fakt der Zwerge und das Symbol unseres Erbes. Er hat mit einer harten Arbeit einen echten Schatz gehoben und verdient unseren Dank. Ja, gibt es irgendwo einen Ruf. Und gibt auch einen Hals. Item. Mit Schicksal. Und damit haben wir diese Questkette abgeschlossen und ja, sind durch. Was mehr Aufwand als die Belohnung hergegeben hat und ich habe das auf Mühlen ausgegeben, aber ist ja egal. Ich habe euch damit erspart, dass ihr die ganze Zeit den Weg nur zuguckt und ja, auch zum Spiel gehört. Ich meine, ich habe eh mit den Münzen, guck mal, ich habe immer noch 400 Punkte, kann man damit auch Sachen kaufen, also es ist nicht so schlecht. So, ich brauche mal kurz jemanden, mit dem ich Sachen verkaufen kann, dann nehme ich jetzt auch mal ihn. Seid gegrüßt! So, das können wir uns mal lernen. Hier ist ein Bogen. Sehr gut. Dann müssen wir jetzt über den Prolog hergehen und abschließen. Dann haben wir alle Quests hier erledigt, die erledigt sind. Wir müssen dann nur mal mit Level 60 herkommen, um ja, Torrents Halle den Ruf voll zu machen, indem wir unsere Nürnquesten leveln. Questen und ja, gegen die Gegner, die dort sind, kämpfen. Aber das können wir, glaube ich, erst mit Level 70, 8, Level 70 mal angehen, weil ja, dann haben wir es einfacher. Logisch. Dauert also noch, aber sonst wird der Grün mit Anquests, die normalen Levels sind, quasi durch. Das ist doch was. So. Hallo! Dann mal zu Trasis Hütte und den Prolog weitermachen und auch bald beenden.
Leute im Chat regen sich auch schon stark darüber auf, dass es einen Langlang gibt. Ja. Guck mal, den Chat mal ein gelesen. Ich weiß ja, was sie da so schreiben. Ja, okay. Kann ich auch Rahmen und hier reiten. Ich habe eigentlich schon jetzt ein paar wieder alles angesprochen, was wichtig ist. Weil ich möchte eigentlich jetzt meine Zwei gerne über die jetzigen Aktivitäten in der echten Welt sprechen, weil, also wenn es nicht mehr das Gameplay ist. Weil, ja, da kann man sich genug drüber Gedanken machen. Da muss man sich auch in meinen Let's Plays noch darüber unterhalten und sich darüber Gedanken machen. In meinen Augen zumindest. Ich will, dass ihr hier chillen könnt, einfach nur auf das Game mehr konzentrieren, wir über das Game reden und so und weniger, was jetzt in echten Welt passiert, weil die ist scheiße genug und deswegen, ja. Was es angeht, braucht man da, finde ich, nicht groß drüber diskutieren. Merkst du, wird eng, wenn ich da noch ein paar aufnehmen will. Da wird ja wahrscheinlich kürzer werden müssen. Ne? Nächste Part vor der Downtime. So Leute, ich würde sagen, an der Stelle, wir haben jetzt in dem Part nur das Quest mit den Zahnreihen gemacht, dafür tue ich sorry, aber ich finde es ist besser, nochmal hier an der Stelle zu cutten und den Prolog dann in den nächsten Part zu packen. Also vielen Dank fürs Sehen und bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao.